Rumkugeln selber machen ist wirklich leicht. In diesem Video zeige ich euch ein Rezept, welches immer gelingt. Bei uns sind diese Rumkugeln der absolute Renner und die Zubereitung ist wirklich sehr einfach. Alle Rezeptangaben findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Als erstes nehmen wir 500 Gramm herkömmlichen Marmorkuchen und schneiden diese in Scheiben. Dann schneiden wir die einzelnen Scheiben in kleine Würfel. Die ganzen Marmorkuchenwürfel packen wir jetzt in eine etwas größere Schüssel. Als nächstes nehmen wir 200 Gramm Marzipan-Rohmasse, schneiden diese ebenfalls in Scheiben, drücken jede einzelne Scheibe noch ein wenig platt und schneiden auch diese dann in etwas kleinere Würfel. Die Marzipanstückchen geben wir jetzt zum Marmorkuchen dazu und vermischen das Ganze einmal ordentlich. Jetzt geben wir noch 200 Gramm herkömmliche Schlagsahne dazu sowie Rumaroma, je nach Bedarf 1 bis 2 Fläschchen. Diese ganze Masse wird jetzt ordentlich zusammen gematscht. Wer es gerne schokoladig mag, mischt auch noch 100 Gramm Schokotröpfchen mit in den Teig. Jetzt brauchen wir eine Schale voll mit Schokostreuseln, wir haben hier ca. 200 Gramm. Aus dem Teig machen wir Kugeln und rollen diese dann in den Schokostreuseln, sodass sie schön von Schokostreuseln ummantelt sind. Danach packt ihr die Rumkugeln am besten über Nacht in den Kühlschrank, weil sie meistens eine Nacht durchziehen müssen, bis sie wirklich richtig lecker schmecken. Und schon sind die selbstgemachten Rumkugeln fertig und können genossen werden. Ich hoffe, dieses Rezept hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Schau dir hier doch noch weitere Rezepte an. Und abonniere unseren Kanal kostenlos, damit du kein neues Rezept mehr verpasst.